10 Jahre gibt es Instagram nun schon. Ob das ein Grund zum Feiern ist? Nein. Jahre gefüllt mit Instagram-Püppchen, Rabattcodes und purem Narzissmus liegen hinter uns. Und Instagram hat uns einsam werden lassen. Sehr einsam. Viel zu oft hängen wir vor unserem Handy, lassen uns berieseln, stalken das Leben der anderen, anstatt den Menschen unserer direkten Umgebung unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Auch wir selbst sind süchtig geworden. Süchtig nach der digitalen Bestätigung. Oder warum posten wir sonst unser Mittagessen? Glauben wir wirklich, dass es irgendwen interessiert? Natürlich ist nicht alles schlecht an Instagram. Wenn Politiker, Wirtschaftsbosse und Künstler über ihre Arbeit berichten, bereichert das die Welt ein wenig. Obwohl nein, das gilt nicht für alle. Das Profil unserer Digitalministerin Dorothee Bär zeigt vor allem das Geltungsbedürfnis, das Instagram in uns auslöst. Sie bezeichnet sich selbst als Insta-Loverin und folgt 3.937 Personen. Darunter auch Influencerinnen, die das Frauenbild negativ beeinflussen, indem sie vor allem Themen wie Beauty, Kochen oder Beziehungen bedienen. Manchmal habe ich gar das Gefühl, dass junge Frauen das Wort Feminismus nur nutzen, um ihre Bikini-Bilder posten zu können. Sexy Bilder haben aber rein gar nichts mit Feminismus zu tun. Instagram hat uns beigebracht, unsere Privatsphäre mit Füßen zu treten. Das ist extrem gefährlich. Aber Instagram ist ja gerade erst in Kinderschuhen entschlüpft. Jetzt kommt die Pubertät und Instagram verändert sich hoffentlich. Ein sinnvoller Schritt auf dem Weg zum Erwachsenwerden wäre die Abschaffung der Like-Funktion. Ich wünsche mir, dass Instagram vielleicht doch noch zu einer Plattform wird, die man sich ohne Timer zu besuchen traut.